Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, es ist wieder Anno-Zeit. Willkommen zurück, Freunde. Bei Anno 1800, wo wir in der letzten Folge ein bisschen geguckt haben, wie es hier mit dem Import und Export neuerdings aussieht, gemerkt haben, hey, irgendwie hier Zigarrenproduktion haben wir irgendwie ein kleines Problem offenbar. Sie produzieren zwar eigentlich, aber nicht mehr so schnell wie früher, was mich dann auch ein bisschen gewundert hat. Also nicht mehr so schnell, nicht mehr so viel wie früher. Das könnte uns eventuell mal noch das Genick brechen. Andererseits können wir sie auch importieren, Zigarren. Und vielleicht sogar darauf mal komplett verzichten. Aber da ist noch ein langwieriger Prozess, Freunde. Bis wir das komplett soweit alles haben. Und deswegen hier erstmal alles andere, was soweit geht, noch optimieren. Wie zum Beispiel hier mit den Schiffsschrauben. Jetzt kriegt er mal noch eine bessere Version. Und go, Kumpel! Er legt ab, nichts hält ihn am Hafen. Alles nass und blau. So, egal, komm. Ansonsten, hier soweit alles gut durch. Ich bin noch ein bisschen beobachten, wie es mit dem Warenaustausch aussieht. So, Grundwaren sieht alles relativ gut. Der Besser ist auch schon. Andere Dinge sind noch irgendwie wieder am Sinken. Was irgendwie auch importieren oder jetzt halt exportieren, fragen wie neue Waren. Da muss man noch ein bisschen gucken. Was denn da genau das Problem ist, wie auch hier. Speicherstart war noch auf Captain Morrison. Genau, da waren wir noch darauf, dass man wieder ein bisschen Baumwollstoff reinbringt. Damit wir dann auch die Dinger hier freischalten können und eventuell sogar importieren können. Und eigentlich wollte ich hier noch ein paar Dinger mehr. Ein paar Exportbüros und so. Ich glaube, das wäre irgendwie eine Option, wenn ich sage, hey, komm. Ich würde dich am liebsten hier hinschicken. Man sieht hier jetzt direkt auch, was den Radius noch betrifft, der ist ein bisschen größer. Also würde sich echt anbieten. Und wisst ihr was, Freunde? Scheiß drauf, ich mach's. Denn ganz ehrlich, Dinge hier brauchen wir gar nicht mehr, Salpeter. Wir machen Salpeter ja vor allem hier oben. Und hier habe ich sie auch von eigener Speicherstadt gelöst. Hier. Und das scheint insofern ja zu funktionieren. So, packen wir den wieder auf. Also hier mit Kautschuk und all den anderen Sachen, die wir hier zusätzlich, sag ich jetzt mal, noch importieren. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. So, was die Dinger betrifft, können wir uns nicht großartig beschweren. Es läuft doch relativ gut. Könnte natürlich immer besser laufen, da ist klar. Aber da ist ja immer so. Ach, die hier, den vielleicht als Speicherstab mal ausbauen. Hier oben auch mal eine Option. Die ganze Depot-Dinger brauche ich hier eigentlich nicht mehr, weil wir werden hier sowieso nicht so viele Waren haben, die wir jetzt irgendwie ansammeln wollen. Wir wollen sie hier produzieren und dann schnell rüberschicken. Also hier rüber nach Bright Sands, wo sie verbraucht wird. Insofern. Können die Dinger hier auch alle weg? Den brauche ich vielleicht mal noch, vielleicht nachher auch nicht mehr. Also den kommt er mal hier hin. Den kann ich ganz außen hinpacken. Was ich natürlich nachher habe, ist ja der Austausch mit denen hier oben. Ne? Deswegen, das war der Grund, wieso ich das hier oben hingebaut habe, die Speicherstadt. Ich kann dann nur eins pro Insel machen. Also sprich, damit der Austausch im Landegestell und so wesentlich schneller geht. Weil ganz ehrlich, wenn ich das hier unten halt habe, dann fahren die halt die paar Meter weiter. Also wisst ihr, die paar Meter geht es dann auch nicht. Wenn wir uns irgendwie vielleicht hier angucken. Von hier oben nach hier drüben, also da ist so wenig, also da muss man glaube ich relativ wenig Gedanken machen. Wir nehmen mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was deichseln kann. Einem geschenkten Gaul, die Freigeist verschont. Wow. Mehr Geld, oh, ist immer gut. Mehr
mehr Geld. Oh, ist immer gut. Ja gut, unmöglich jetzt plötzlich. Mehr Geld ist immer gut. Nee, jetzt nicht mehr. Hä? Ich sehe, Sie haben verstanden. Also ganz ehrlich, statt einschmeicheln einfach immer ein bisschen Geld geben. Das klappt bei solchen Typen immer am besten. Wir haben ja 112 Millionen, also ist gar kein Thema. Das kriegen wir locker hin. So. Schwachstab verschieben. Ja. Gucken natürlich, wie bereits erwähnt. Da sind noch ein paar am Einziehen. Da geht natürlich direkt mal auf das Häuschen noch. Offen gestanden hatte ich deutlich mehr von der Universität erwartet. Wow, bitte gerade erst eingezogen, du Idi. So, ihr seht ja auch, wir haben hier noch viel, viel zu tun. Wobei, ganz viele Dinge kann man rausschmeißen, braucht es nicht. Baumwollproduktion der alten Welt, ja. Wenn man es hat, dann hat man es. Also. Lieber zu viel als zu wenig. Wir können dann natürlich auch direkt wieder andere Dinge bauen. Oh, 40.000, das wären noch. Da noch ein bisschen. Hier auch 40.000. Ohne eine lange Gläubigerliste würde ich mich zu Tode schämen. Kann man hier noch Fruchtbarkeit anpassen. Ich glaube tatsächlich, Freunde, ich würde dann Kaffee. Kannst du auch importieren, aber ich glaube, ich würde es dann eher mit dem Kaffee. Aber haben wir nicht sogar schon so gemacht, dass da gar kein Kaffee mehr aus der neuen Welt kommt? Baumproduktion, genau, und die Dinge hier unten hin. Weil wir haben mittlerweile so viel Kaffee. Sollen sie mindestens so viel haben? Es sinkt zwar wieder, aber. Hä, haben die irgendwie sogar irgendwo gesagt, ich importiere den jetzt? Doch, hier gehen die Taschenuhren, aber ich sehe immer voll. Ich glaube doch tatsächlich, dass wir jetzt hier. Ne, er ist noch drin. Okay, aber dass wir den natürlich auch rausnehmen können, weil es dann nicht mehr braucht. Hm. Da ich natürlich den Kaffee hier importiere, ist das Problem, kann ich nicht als Ware anbieten. Ein Export wiederum, das ist ein bisschen das Problem. Und hier war mal noch das Thema, dass ich sage, hey, come on, Leute, ihr habt so viel Kaffee. Doch, er braucht ihn ja schon selber. Ich habe gerade mal abgeschaltet, genau. Einfach immer zu viel Schokolade. Hm. Schokolade ist echt gut gefüllt, da kann man nichts sagen. Das ist natürlich auch ein wesentlich höheres Tauschverhältnis. Das muss ich sagen, ist auch etwas, was mich noch ein bisschen überrascht. Die Schokolade ist eigentlich kein Bioprodukt insofern, aber offenbar im Vergleich zu denen hier schon. So, wie sieht es hier generell jetzt aus? Limiterhöhung, ja, ein paar noch. Hier fehlen noch 18, hier fehlen noch rund 74. Ja, das geht natürlich nicht ganz auf, das war klar. So, komm.
müssen hier machen hier. Hohes Risiko, hohe Dividende. Katze Stufe 3. Scheibenkleister, hey. Nur weil sie jetzt Kekse haben. Also aus einer Fabrikationsstraße. Ihr könnt hier wiederum könnt den Katalog aus dem Kaufhaus noch ändern und sagen, hey, Staubsauger, geil. Hast du genug Mumm in den Knochen? Na gut, das mal an hier. Staubsauger, vor allem Zilloleubauer dafür. Gut, du traust dich was. Ich würde so viel verpassen, wenn es hier keine Busse gäbe. Hast du das Busse verstanden? Okay. Also generell bauen ist nicht so das Problem. Irgendwann mal einen Skyline Tower müssen wir erstmal ihn noch bauen können. Souvenirs hätten sie bald schon mal. Diese Stadt ist einfach atemberaubend schön. Ah ja, jetzt plötzlich. Wo ist sie überhaupt? Ah, da unten. Und sie hat natürlich immer noch kein neues Pyro-Schiffchen für uns. Hier unsere stolze Flotte. Na dann. Geh bitte mal da runter und dann gucken wir mal. Also der müsste sowieso gleich davor sein. Für eine Erhöhung auf. Also einfach 1000 mehr natürlich, ist klar. Das alles immer noch nur von den Gelehrten. Immer noch nichts, noch nicht so viel von den Ältesten aus dem Besa. Da kann man sich zwar auch mal überlegen, nachdem wir hier. Ja gut, ich wollte sowieso darüber. Das stimmt. Aber die Frage ist halt, wann gehe ich darüber und guck mal, mache ich das? Sobald wir hier fertig sind, auch mit den Towern und so weiter, also ein ganzes restlichen Gebäude noch, den man noch bauen könnte. Vor allem noch Wolkenkratzer Stufe 3 und so. Oder gehe ich schon früher rüber, sobald es einigermaßen stabil läuft wieder. Eine Option, ne? Dass man vielleicht die Wolkenkratzer Stufe 3... für nach MBS aufsparen, also quasi nachdem wir in EBS noch ein bisschen optimiert haben. Beim Thema optimiert sind, hätte ich natürlich auch wieder bei der neuen Welt anfangen. Jetzt vor allem mit dem Kaffee und den Zigarren, um noch irgendwie noch gucken müssen. Das dauert echt, alter Schwede. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja gut, unterwegs sind sie. Was soll ich machen? Da muss man da warten. Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Diese Message hasse ich immer. Hochräder ist immer noch dieses Thema hier. Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Ohne die nötigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Da wird sich kein Kautschuk mehr? Hey, ich importiere den Scheiß doch. WTF? Seit wann ist der Kackverbrauch im Kautschuk so hoch? Ich habe irgendwas verpasst, offenbar. Da wird er gehandelt, das ist soweit gut. Glas, ja gut, könnte ein bisschen besser sein, aber passt für mich halt soweit auch. Du. Sangerkühe, okay.
Leinen gefällt mir, soweit gut. Perlen sind gut, die Dinger. Ja, soweit eigentlich auch. Da kann ich natürlich zur Not, sage ich jetzt mal, auf 300 hochgehen. Passt insofern auch, aber das hier, das wundert mich ein bisschen. Das wird kein Couch mehr haben. Für gewisse Dinge war natürlich Kautschuk, ja, aber ganz so krass. Ja, ich werde doch lieber durch die Kartoffeln ersetzen, überlege ich jetzt gerade. Kartoffeln brauchen wir vor allem für den Schnaps. Okay. Warte mal, liegt es einfach daran, weil ich hier noch auf Stufe 1 bin? So hochschalten kann ich ja, ist nicht das Problem. Nee, WTF? Also 3 zu 1? Gut, das spielt eigentlich keine Rolle, wie ich es hier mache. Das ist echt krass, ey. Oh, warte mal, Stahlbeton, haben wir überhaupt noch was? Ja, okay. War gar nicht mehr sicher, weil hier plötzlich der, ja, Rot stand. Ich kann das so, hä? Okay. Die Morrison kommt gerade, also muss mit dem Kautschuk gleich auch erledigt sein. Hä, aber also, ich hab doch noch eine Route mit Kautschuk. Bin nicht irgendwie verpennt, oder? Hab jetzt komplett lahmgelegt, weil ich mir gedacht habe, ja komm. Doch, ich hab die komplett lahmgelegt, genau, weil er gesagt habe, hey, lieber für Zilloloid verbrauchen. Das heißt, ich müsste hier ja Kautschuk bis zum geht nicht mehr haben. Oh, aber wir haben noch irgendwo Couch, was ich handle. Muss ja nicht mehr, wa? Scheiße. Doch, warte mal. Muss. Ich hab doch hier in der neuen Welt selber drin noch Kautschuk. Nee, auch nicht mehr. Krass. Was machen sie mit dem ganzen Kautschuk hier? Rührt jetzt einfach, oder was? Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Jo. Haben wir einfach hier. Ist aber volles Lager. Fertig. Ja gut, wenn es zwar funktioniert, dass ich jetzt hier so vorhabe, dann kann ich sie auch nutzen, sage ich jetzt mal. Wow. Vor allem die Idee wäre schon, dass er eigentlich das Ziel verfolgt. Aber wenn ich sage, wenn ich es explizit anwähle und sage, hey, Objekt zerstören, wäre es vielleicht schon nett, wenn ihr dem Ganzen nachgehen würdet. Freunde. So, dann mit dem Kautschuk muss ich hier beobachten, weil das gefällt mir jetzt gar nicht, dass der plötzlich mit dem Kautschuk abgeht. Vor allem, oh, jetzt geht der Mäuse plötzlich hin. Achso, er läuft gerade ein. Alles klar, wenn natürlich Captain Mäuse nur alle halbe Stunde kommt. Dann wird 30 Kautschuk schon ein bisschen wenig. Was soll er sonst mehr brauchen? Da oben ist genauso viel wert wie Dinge. Ich könnte kotzen, ey. Gut, dann muss ich irgendwie auch zwei Slots nehmen. Für den Kautschuk, das könnte doch auch sein. Den Platz da hätten wir ja. So, komm. Auch hier mal Nägel mit Köpfen. Oh, da wird jetzt mal die Gebäude zerreißen, so wie es aussieht. Oh, das sehe ich jetzt nicht gerne. Hä? Das irgendwie gar nicht hingekriegt? Doch hier, so. Da krieg ich sogar alle hin, krass. Das waren natürlich alle Gebäude. Natürlich muss ich noch ein bisschen versetzen und so. Ich meine jetzt aber den Platz.
Modulo-Begrenze reit, ja, du mir auch. So. Depot auf nach hinten raus. Ja, ja. Man muss halt gucken, wo man bleibt, wa? Wir fahren jetzt gerade ernsthaft. Was ist da noch in der Verbindung so, oder? So, das ging schnell, das war zu erwarten. In der Frieden umstellen. Gehen wir doch direkt mal da hin. Voilà. Ich glaube, auf den kann ich jetzt hier verzichten, außer man will ihn irgendwie hier draußen machen. Ah, warte mal, hier haben wir auch noch ein paar Dinger. Jetzt eigentlich die Anlegestellen auch sparen, wenn ich hier die ganzen habe. Ja, gerade da muss ich noch mal ein bisschen dahinter. Aber was optische betrifft, weil jetzt habe ich ja viel mehr Platz hier. Alter Schwede. Noch ein bisschen mehr da rauszuholen und so. Hm. Aber momentan ist ganz gut. Hoff zumindest. Schick kleine Hafenmeisterei. Hm. So. Die Anlegestellen, die hier sind zwar eigentlich klar. Wüsste nicht, was man hier großartig noch anders machen könnte. Hier nochmal einen hinbauen, da reicht der Platz dafür nicht mehr. Auch zwei hingebaut. Eventuell kann man hier nochmal irgendwas machen. Ich habe ja auch einen Reparaturkran. Du hast es erlebt, okay, so viele Optionen bieten die gar nicht. Hm? Bringst du mir meinen Anteil? Ja. Diesmal hast du Glück gehabt. Wie so oft im Leben. So, warte mal, warte mal. Laufen Koordinaten an. Machen wir das ein bisschen anders um hier. Den haben wir zum Beispiel da. Ich glaube generell hier einer würde reichen. Können wir hier den letzten wieder irgendwie hier hinschieben, wie er ursprünglich mal war. Genau, das sind ja die Schiffchen, wo ich gar nicht mehr weiß, was ich mit denen machen soll, weil sie einfach über sind. Da gerne mal dahin packen. Und ihr dürft doch auch mal hier was sammeln. So. Passt doch.
Hier ein bisschen mehr Platz, können wir noch weiter ausbauen in Zukunft. Eben vor allem die ganzen Exportbüro. Jetzt bin ich mit 12 eh schon voll. Ah, perfekt. Ich will noch ein bisschen mehr machen. Wie zum Beispiel eben dann mal. Echt mal gucken, ich will da mal Zigarren und so importieren. Muss erstmal wieder mal weg dem Sekt gucken, was jetzt da wieder schon wieder schief läuft. Sollte eigentlich nicht schief laufen. Der Grund, wieso ich hier noch Kautschuk importiere, ist doch einfach ganz simpel gesagt. So. Ganz simpel gesagt, weshalb ich hier. Oh, Red Taschenuhr und super. Kautschuk baue doch einfach für die gewissen Herstellungsverfahren. Ich glaube hier. Nee. Wir brauchen keine Speisekarte. Wir probieren je. Irgendwo war doch etwas, wofür ich Kautschuk brauche. Sonst kann ich den eigentlich wieder. Ja, gut. Denn es nur 12, also macht das natürlich jetzt nicht so viel aus. Vor allem bald auf der nächsten Stufe. Taschenuhren müssen vielleicht noch ein bisschen mehr herstellen. Hier war auch viel Kautschuk, das stimmt. Ich muss einfach hier mit den Uhren noch ein bisschen höher. Noch ein dritter und so machen. Ich glaube, es war hier vom Platz her so, was nicht mehr gehen würde. Und deswegen, dass ihr noch ein bisschen ausbauen wollt oder verschieben wollt, sprich hier nach hier hin, gewisse Dinge, gewisse Gebäude und eine zweite Handelskammer hier hin, damit das besser aufgeht. Zumindest habe ich so irgendwie noch in Erinnerung. Ob es auch stimmt, ist eine andere Frage. Nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. Ja, das sehe ich noch etwas, das wir noch definitiv optimieren müssen. Nähmaschinen mal gucken und Brillen, aber sicher vor allem die Hoch... Gut, Hochräder ist jetzt klar, das liegt im Kautschuk. Das ist jetzt hoffentlich auch ein bisschen besser. Jetzt ist der Sekt wieder ein bisschen runter. Ja, mein Gott, das ist halt immer ein stetiges Hin und Her. So, Gruppenbedürfnisse, Telefone. Die könnten wir uns mal noch kurz... Lassen wir sie bis morgen. Genau, Turmpfeil nennt sie ja gerne. Kleine Bevölkerung, nochmal plus 1000, okay. Ein paar kommen noch, aber pff, gut, trotzdem macht es nicht so viel aus. 3000 ungefähr, so. Fehlen uns noch, jetzt ist halt die Frage, Telefone, was brauchen die dafür? Wie stellen wir die her? Hä? Sind sie wirklich bereit zum Toten? Ah, sie schließen sich der gerechten Sache an. So simpel, ernsthaft? Bisschen Glühfäden und ein bisschen... von der Kunstschreinerei? Ich nutze die Zeit zum Denken, denke ich. Denk mal schneller, Junge. Es bildet sich bereits eine Staub... Und die scheiß Fotografen brauchen immer noch nicht selber herzustellen. Das ist der größte Witz an der Sache. Dass ich die ganzen Nebenprodukte und so immer noch genug Phonographen habe. Ich glaube, ich muss sie echt mal auch selber herstellen. Und dann hier alles über die Phonographen laufen lassen. Also egal, was ich importieren möchte, es gibt dafür Phonographen. Ja, der scheiß Meeresrücht ein. Hier habe ich auch gesagt, ich mache es mal so lange. Weil den Sekt kann ich relativ schnell auch wieder erhöhen. Aber an zwei Orten plötzlich. Also gut, plötzlich wird es wohl nicht sein, dass jetzt. Media geht es nur um technische Spielereien. Kaum ein anderer könnte solch extravagante Geräte so erfolgreich anbieten. Tut uns mal so, weil Phonographen ist auch schon bald auf der ersten Stufe dann sein mit allem zusammen. Genau, und da müssen wir auch mal gucken hier. Man kann auch irgendwie. Zigarren importieren könnte und ich sage, hey, Schokolade dafür. Aber nicht so. Das ist natürlich ein High-End-Produkt, wa? Mal 1,6.
Okay, das wiederum wird gehen. Fotografen, schon wieder 1 zu 1, er kriegt die Krise. Da können wir theoretisch machen, sobald wir dann irgendwie das Gefühl haben, die Fotografen sind auf der nächsten Stufe. Ich glaube, ehrlich, Freunde, die Fotografen können mich echt einen Arsch retten. Mit allem, was, alles, was noch irgendwie offen ist und so, was sagt, da ist noch knapp und so. Vor allem, wenn die eigene Fotografen-Produktion starten, ich glaube, das könnte mir echt den Arsch retten. Krass. Ja, eben. Gut, hier geht es gerade wieder ein bisschen runter. Obwohl ich es gar nicht herstelle. Sie spielen schon seit 2 Stunden. Hä, stimmt doch gar nicht. Das ist die 2. Folge, das sind maximal 1 Stunde. Und überhaupt. Ich bin eh klar fertig. Also Glühfäden, Holzfurnier, das ist soweit auch. Glaube ich mal, mich zu erinnern, korrekt soweit. Wir haben zwar nicht mehr so viele Glühfäden. Wir können noch ein bisschen gucken, dass wir hier noch 1/3 haben. Noch 1 weitere Glühfädenproduktion. Aber eh gar nichts drin war. Genau. Das müssen wir sicher machen, Freunde. Kohle hätten wir zwar, glaube ich, genug, aber brauchen auch generell ein bisschen mehr Glühfäden, auch damit es den Glühbirnen nicht plötzlich knapp wird. Ich weiß nicht, dass ein Gelehrter auf diese Idee gekommen ist. Die rauchen einfach ununterbrochen. Aber das ist so vorzüglich schmeckt. Ja, Glühbirnen können wir da ein bisschen steigen, dann eventuell nicht so schlecht. Sag mal. Couch. Ist wieder kein Couch mehr oder was? Doch, haben sie noch. Okay. Aber da schauen wir sich in der nächsten Folge genauso wie die Telefonfabrik. Alter Schwede. Da muss ich vielleicht irgendwo anders hinbauen. Hier oben zum Beispiel. Dampfwagenfabrik, da haben wir noch ein bisschen Platz frei. Warum eigentlich nicht? War irgendwie hier oben hin? Lass gucken, ob wir das irgendwie dazwischen kriegen. Ein bisschen mehr Abstand. Ja, wobei. Das wäre ganz gut, aber ich habe. Ja, brauche ich gar nicht kommen. Hier zwischen mir zwar auch nicht schlecht. Ja, die ein bisschen weit nach unten. Da hinten noch ein bisschen mehr Platz, um da dazwischen noch einen zu platzieren. Baue es direkt so, mache ich noch eine 2. Das ist auch eine Idee. So, dann platzen wir eine 3. hier oben. Okay, man kann es sogar übertreiben. Freunde, dann sage ich trotzdem wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr zurück bei A1800. Die haben natürlich hier wieder ihre Ideen, was sie gerne hätten, wollen, möchten, müssen. Whatever. Aber erstmal die Gelehrten mit Telefon versorgen. Dann gucken, ob wir irgendwie zum Funkturm kommen. Dann muss ich hier noch ein bisschen gucken. Einerseits vielleicht noch ein bisschen verschönern, besser ausrichten und so. Also quasi optimiert aufstellen alles. Und natürlich auch Hochräder, Taschenuhren gucken, weil hier stimmt irgendwie etwas gar nicht mehr. Vielleicht auch hier noch ein bisschen optimieren. Dafür geht natürlich hier wieder hoch. Die Massenzüge wieder ein bisschen runter. Wir werden halt einfach so einen riesigen Verbrauch haben. Da kann ich machen, was ich will. Könnte nochmal eine Produktion anschmeißen. Nee, Quatsch. Aber ihr seht, es geht voran, auch hier mit den Schiffchen, sind natürlich alle an meinem Ort, perfekt, so kann ich es auch wunderbar unterscheiden, super. Und ja, Speicherstadt geht voran. Ich glaube, sonst war hier nicht mehr viel, aber neue Gerichte, was sie noch irgendwie wollen. Und Wolkenkratzer Stufe 3, das wird der größte Spaß in allen werden. was machen wir mit dem Thumbnail? Pump. Jetzt haben wir schon wieder die Speicherstadt. Weil wir haben die schon so oft gehabt, aber. Es ist halt irgendwie eine Never-Ending-Story. Kannst du machen, was du willst. Speicherstadt. An und für sich das Thema sicher geil, gar keine Frage. Aber du kannst es so sehr immer wieder verbessern, muss immer wieder verbessern. Da müssen wir mal gucken. Was wir in der nächsten Folge noch machen mit der Speicherstadt hier. Hier ist ein neuer Ort. Mal gucken, war. Was für ein schöner Hafen. Aber der Hafen ist nicht schlecht, muss ich zugeben. Ist echt schön, aber. Man könnte noch die hier und das und jenes noch ein bisschen besser machen.
Machen wir. Vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao zusammen.